16.340 Dollar, das ist unser Handelsergebnis für Kalenderwoche 38. Damit haben wir ein neues Allzeithoch auf unserem Tradingkonto erreicht und zwar in Höhe von 415.000 Dollar. So, wie immer beginnen wir mit dem Portfolio, mit welchem wir die Handelswoche 37 beendet und in die Handelswoche 38 gestartet sind. Bei uns im Portfolio hatten wir zwei Positionen. Wir waren mit 13 Kontrakten long im Kakao und 4.550 Dollar im Plus. Und wir waren 4 Kontrakte long im Orange Juice und 840 Dollar im Minus. Wir fangen mit Orange Juice an. Das ist das Wochenchart. Auf dem Wochenchart suchen wir unsere Signale. Dafür nutzen wir die COT. Daten, saisonelle Trend und Stimmung der Masse. Hier haben wir ein Kaufsignal bekommen, allerdings gegen den Wochentrend. Aus diesem Grund waren wir hier in der Position nur mit wenigen Kontrakten drin. Wie man hier sieht, haben wir die Korrektur dazu genutzt, um in den Markt reinzukommen. Allerdings folgte die Bewegung dem Signal nicht, sondern konsolidierte seitwärts. Das war schon für uns ein Wahrzeichen dafür, dass unser Timing falsch ist und wir haben uns entschlossen, dann zeitig aus der Position auszusteigen und den Buchverlust von 660 Dollar zu realisieren. Nächste Trade US-Dollar. Wir haben ein Signal wiederum gegen den Wochentrend bekommen und auch hier waren wir mit einer kleinen Position dabei. Wir haben unser Einstieg plangemäß bekommen, aber auch hier sieht man, dass der Kurs dem Signal nicht folgte, sondern konsolidierte seitwärts. Auch hier war für uns klar, dass das Timing nicht korrekt ist und wir haben uns dann entschlossen, aus der Position plus minus 0 auszusteigen. Das heißt, bei diesem Trade haben wir nichts verdient, nichts verloren. Den gleichen Trade haben wir auch umgesetzt auf dem Kleinkonto. Zur Erinnerung, wir handeln ein Kleinkonto, um die Trader mit Kleinkonten zu unterstützen, die bei uns in der Gruppe mithandeln. Und zwar diesen Trade haben wir nicht mit Dollarindex, sondern mit Mikrokontrakt auf Euro umgesetzt. Weil die beiden Währungen spiegelverkehrt laufen, haben wir hier einen Long Trade gemacht und auch hier lief der Trade nicht und konsolidierte seitwärts und auch hier sind wir plus minus 0 aus dem Trade ausgestiegen. Jetzt kommen wir zu dem Trade der Woche, Trade des Monats und zwar das ist der Trade im Kakao. Hier im Kakao haben wir ein Kaufsignal bekommen. Wir haben uns dann dementsprechend positioniert. Auf dem Tageschart haben wir unseren Einstieg bekommen, waren hier mit voller Position dabei und gleich ging es in unsere Richtung. Diese Trades sind natürlich am schönsten, weil man muss einfach nur den Stopp verschieben, freut sich jeden Tag auf neuen Buchgewinn. Irgendwann mal müssten wir unsere Buchgewinne realisieren, das haben wir dann am Donnerstag gemacht, sind aber noch mit Restpositionen im Markt und falls hier ein großer Trend entsteht, dann werden wir auch diesen Trend trailen. Teilgewinn, was wir am Donnerstag realisiert haben, beläuft sich auf 17.000 Dollar. So, die Woche schließen wir mit einem Portfolio, wo nur eine Position drin ist und zwar die Restposition vom Kakao-Trade. Wir sind hier 3 Kontrakte long und zurzeit 5.520 Dollar im Plus. So, das war's von uns für diese Woche. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. War super Woche für uns. Neues Allzeithoch, das freut uns natürlich. Und schauen wir, dass wir nächste Woche die Tendenz fortsetzen und erneut ein neues Allzeithoch machen. Aber wie gesagt, das sehen wir erst nächste Woche. Ich verabschiede mich bis nächsten Sonntag und wünsche euch allen viele gute Trades, gute Vorbereitung auf die nächste Handelswoche und denkt an die Risiken. Das Risikomanagement ist der Schlüssel zum Erfolg im Trading.